Hallo liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns zusammen im Kollektiven vom 15. bis zum 30. Juni 2023 uns anschauen, und zwar in deiner zwischenmenschlichen Beziehung. Das ist ja so, dass es hier nicht unbedingt mit dem Partner zu tun haben kann, sondern das ist ja einfach diese zwischenmenschliche Beziehung, die du gegenüber anderen hast. Ja, liebe Zwillinge, das hast du alltäglich mit deiner Arbeitskollegen, mit deiner Familie. Ja, das wird hier einfach dargestellt mit den Karten. Wir werden sehen, was dich erwartet. Natürlicherweise, liebe Zwillinge, kann nicht alles mit dir wortwörtlich resonieren. Was ich dir aber als Tipp geben kann, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen an, weil es kann gut sein, dass du da deine Antworten finden wirst, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Gar nicht so viel drumherum reden. Und zwar starten wir mit den Reflexionskarten für dich im Kollektive. Da bin ich jetzt auch gespannt, was dir dargestellt wird, ja? Um was geht es hier? Für dich vom 15. bis zum 30. Juni. Ich picke eine Karte. Stolke! Du hast ja Stolken. Also hier stolkt dich jemand. Ja, ich sage das jetzt richtig auf Schwäbisch. Ja, hier schaut dir jemand hinterher. Hast du das nötig? Hör auf zu kontrollieren. Konzentrier dich auf dich. Entweder du stalkst hier jemand, du schaust hier auf den Account von jemandem, oder du wirst hier nachgestalkt. Du hast vielleicht einen heimlichen Verehrer, liebe Zwillinge, und weißt es gar nicht. Ja, das könnte hier gut sein. Das ist das Hauptthema, sagen wir mal so. Ja. Versöhnung ist hier auch drunter. Das konnte ich nicht übersehen. Versöhnung. Entweder ist es vielleicht hier jemand, der das wieder gut machen möchte, jemand, der zurückkehren möchte, jemand, der sich vielleicht auch nur falsch benommen hat, ein Arbeitskollege. Ja, weißt du, das muss nicht immer der Herzensmensch sein. Endlich wieder gut. Sich versöhnen heißt verzeihen, aber auch eigene Fehler einzugestehen. Manchmal muss man ja auch gar nicht Entschuldigung sagen vom Gesicht, sondern das einfach im Herzen haben, dass du diese Person verziehen hast, ja? Also auf jeden Fall, das ist sehr, sehr witzig. Also liebe Zwillinge, in der Züchterweise kannst du jemanden haben, der dich vielleicht heimlich beobachtet, oder du weißt sogar, wer das ist, ja? Okay, gut. Fängt schon mal sehr, wie sagt man das, so wunderfitzig, neugierig ist man da, ja? Was ist das für eine Energie? Okay, liebe Zwillinge, für dich im Kollektiven mit den ganz normalen Orakelkarten schauen wir uns die Situation an. Was geschieht hier vom 15. bis zum 30. Juni? Und schon ist fast der Juni auch vorbei. Also ich finde, die Zeit vergeht. Der Sommer ist zu kurz, ja? Was für ein Sommer überhaupt, ja? Das sind wirklich wenige Tage. Wir haben zwar jetzt die Sonne, aber das war so kalt, geregnet, ja? Ho, da freuen wir wirklich, wenn es richtig warm wird. So, für dich. Novità, hier sind Ankündigungen, Neuigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, hat das hier mit deiner Liebe zu tun oder ist jemand, der sich hier meldet? Memori. Ah, ich verstehe. Du wirst hier jemanden haben. Jetzt verstehe ich alles. Jetzt hat alles einen Sinn. Ich hole jetzt wieder die Karte raus. Das ist dieses Versöhnen. Hier ist jemand, der an dich denkt. Jemand, der dich vielleicht nicht vergessen kann. Oder jemand, vielleicht eine Schwester, ein Bruder, der vielleicht jetzt gerade an dich denkt. Du wirst vielleicht hier irgendwelche Neuigkeiten haben. Jemand wird sich melden. Ja, das sind hier auch mit Momente verbunden. Ja, diese Person hat hier wichtige Momente mit dir verbracht. Ja, das sind Erinnerungen. Nostalgie ist hier auch sehr geprägt. Ja, Riketzer. Louis, wow, okay, hier kommt schon raus, wer das ist. Ich brauche da gar nicht viel zu reden, das ist ein R. Wenn du jetzt der Mann bist, setzt du das bitte um. Ich weiß, hier sind doch Männer. Dir geht es gar nicht schlecht. Du bist gerade wirklich in deinem vollen, wie sagt man das, Reichtum. Du hast hier einen Wohlstand. Du befindest dich in einer guten Lage. Ja, also ich würde hier sagen, dir fehlt es ans Nichts. Also hier fehlt die männliche Energie es an nichts. Das ist wie wenn du hier mit jemandem zu tun hast, der vielleicht auch ein Geschäftsmann sein könnte. Vielleicht erhoffst du dir, dass dieser Mann sich hier bei dir meldet.
dass die quasi, dass diese Energie zurückkehrt. Aber das könnte ja natürlich auch weise sein, dass er sich bei dir meldet, weil Novida bedeutet hier Neuigkeiten, dass er vielleicht wirklich eine SMS schreibt, dass er vielleicht wirklich anruft bei dir. Es geht hier, das ist die Hauptperson, es geht hier um ihn, ja? Es geht hier um diesen Typen, der hier irgendwie entweder dein Stalker ist, ja, der dich beobachtet heimlich. Das könnte hier aber auch, weißt du, was die Geistführer mir hier sagen, dass es auch eine ältere Person sein könnte. Dieser Typ könnte ja auch älter sein, ja. Der hat schon wirklich in seinem Leben sehr viel durchgemacht, hat einen guten Wohlstand, hat eine gute Familie, una buona reputazione bedeutet, der hat ein gutes Standbild, wie er sich präsentiert. Ja, man kennt ihn, er ist halt einfach bekannt für das, was er tut, was er ist. Und guck mal, was wir drunter haben. Ich sehe es schon. Messaggero, ich sag doch, hier kommt eine SMS oder du erwartest von ihm eine SMS. Also mit dieser Person könntest du aber auch schreiben. Das könnte hier eine neue Beziehung sein. Also hier ist auf jeden Fall die männliche Hauptperson, wirklich spielt hier eine große Rolle. Falls du jetzt der Mann bist, setzt du es um. Es könnten hier bezüglich deiner Liebessituationen hier auch Neuigkeiten kommen, vielleicht auch eine neue Bekanntschaft oder jemand meldet sich bei dir oder jemand beobachtet dich, wenn du jetzt Mann bist. Du hast vielleicht eine heimliche Verehrerin, die vielleicht dich beobachtet, dich nicht vergessen kann. Wenn du jetzt aber die Frau bist, geht es hier tatsächlich um ihn. Ja, hier dreht sich quasi alles um diesen Mann. Also da brauche ich gar nicht viel zu sagen, ja. Liebe Zwillinge, hier wird eine Kommunikation stattfinden, hier wird jemand dir schreiben oder es kann gut sein, dass du erwartest, wann schreibt er mir? Wann kehrt er wieder zurück? Wann wird er wieder schreiben? Weil das könnte auch gut sein, du kannst es kaum erwarten. Du guckst die ganze Zeit auf seinen Account, was er auch immer hat. Facebook, Instagram, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht aus mit sowas. Ihr wisst es ganz genau. Meine Kunden, die zu mir kommen, die wissen, dass ich kein Facebook, kein Instagram, das ist nicht meine Welt. Also sonst würde ich wahrscheinlich nur noch ans Handy sein und das will ich nicht. Und deswegen könnte es gut sein, dass du ihn aber irgendwie beobachtest oder dir erhoffst, dass er dir schreiben kann. Natürlicherweise kann es auch gut sein, dass du hier mit diesem Mann etwas gestartet hast. Eine neue Situation, ja. Ich tendiere jetzt zu sagen, hier stimmt, aber wenn das neu ist, dann ist hier vielleicht jemand immer noch an die alte Energie gebunden, weil hier sind Memorie. Das ist wie wenn hier jemand an alte Dinge denkt, an alte Situationen, vielleicht eine alte Partnerin oder Partner, ja. Das könnte ja auch gut sein. Okay, machen wir weiter. Also bei dir eindeutig die Energie, hier kommt eine Kommunikation, hier meldet sich jemand bei dir. Das könnte hier wirklich dein heimlicher Verehrer sein. Das könnte vielleicht eine alte Energie sein, dein Ex, wer weiß. Aber du hast hier irgendjemand, der dich stalkt, ja? Oder du stalkst hier jemanden. Möglicherweise kann das ja auch sein, ja, liebe Zwillinge, dass du das gerne tust. Du schaust, was er tut, ja. Dich interessiert das, was er tut. Giusto per caso. Wow, liebe Zwillinge, schon wieder haben wir hier schöne Karten für dich. Letztes Mal, ja, das Anfang, was ich gelesen habe, was ich gesagt habe, und hier wieder eine tolle Energie. Giusto per, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist dein Seelenweg. Mach weiter so, ja. Was du auch immer tust, ich weiß es nicht. Bleib auf diesem Weg. Ändere deine Direktion nicht, ja. Bleib auf dieser Direktion. Auch wenn du jetzt hier spickst. Auch wenn du jetzt hier neugierig bist über ihn. Ob du jetzt hier Informationen dir holst. Bleib einfach dran. Mach das, was du bis jetzt gemacht hast, ja. Lita, Forza, Solidarità e Felicità. Hier kommt wirklich eine tolle Energie auf dich zu. Hier kommt die Stärke. Hier kommt wirklich auch das Glücklichsein. Du erlebst schöne Momente. Das ist klar, wir haben alle traurige Momente im Leben. Jeder erlebt mal traurige Momente. Aber wisst ihr, was stark ist, indem man immer positiv denkt, immer optimistisch zu sein? Das ist die stärkste Vibration, die wir einschalten können. Ja, versucht immer das volle Glas zu sehen, nie das leere Glas. Ja, Determinazione, so. Ich bin jetzt hier gerade auch selber ein bisschen durcheinander gekommen. Du bist hier sehr determiniert. Ich habe das Gefühl, dass du hier etwas erreichen möchtest. Das könnte aber auch gut sein, dass dieser Mann hier dich erreichen möchte. Dass du jetzt hier eine Energie hast, der genau weiß, was er will. Ja? Oder du könntest hier auch der Mann sein, das ist klar, du setzt das jetzt um, Mann oder Frau, und du bist hier sehr determiniert. Du sagst hier, ich weiß, was ich will. Und wenn ich diese Frau will oder ich diesen Mann will, dann hole ich ihn mir auch. Ja, ich gebe nicht auf. Ja, wenn du das Gefühl hast,
dass du nicht aufgeben sollst, dann mach es. Ja, ich bin niemand, um dir zu sagen, hey, tu das nicht. Das ist deine Entscheidung. Du weißt besser als ich, was du gerade fühlst und was du auch gerade in deinem Leben machst. Das ist richtig so. Mach weiter so, ja, weil das gibt dir Kraft und das gibt dir auch dieses Glücklichsein, ja. Sei einfach so, bleib so, wie du bist. Ich weiß ja nicht, was du tust, aber ändere dich nicht, liebe Zwillinge, für irgendetwas oder du bist auf dem richtigen Weg, sagen hier die Karten. Wow, fine di un ciclo, interazione con gli spiriti guida. Also quasi, du hast hier einen Zyklus beendet oder du bist gerade dabei, etwas zu beenden. Das ist klar, das ist am Ende der Orakelkarten gekommen. Und du hast hier auch irgendwie das Gefühl, dass du hier nicht alleine bist. Vielleicht hast du jemand, der verstorben ist. Vielleicht hast du auch jemand, der diese Dimension verlassen hat. Oder du hast Vorfahren. Das ist wie wenn die Geistführer mit dir sind. Also quasi, du wirst hier geholfen. Verstehst du das? Du bist nicht alleine auf deinem Weg. Il tuo percorso. Du bist nicht alleine auf diesem Weg, den du gerade durchmachst. Wir sind nie alleine hundertprozentig. Auch wenn du diese Energie nicht wahrnimmst, nicht siehst. Aber in deinem Herzen könntest du wissen, dass du nicht alleine bist. Ja? Dass dir geholfen wird, würde ich mal so sagen. Also wie gesagt, du beendest hier einen Zyklus. Ja, du bist gerade dabei. Und du könntest hier einen neuen Zyklus starten. Eine neue Situation. Natürlicherweise sind hier noch Erinnerungen. Ja? Ich sage ja, ich weiß nicht, von wem diese Erinnerungen sind. Ob das jetzt hier von diesem Typ sind, tatsächlich, ja. Der gerade hier irgendwie versucht, an seinem Leben etwas zu konstruieren, etwas Neues. Oder das könnte auch gut sein, du sagst hier, Katja, ich erhoffe, dass sich dieser Typ bei mir wieder meldet. Ja? Natürlicherweise können wir das Ganze auch umsetzen und sagen, das könnte hier dein Bruder sein, ja? Oder dein bester Freund. Das muss nicht immer, wirklich. Tatsächlich, das muss nicht immer der Herzensmensch sein, der Partner. Das könnte hier wirklich tatsächlich nur ein Bruder sein. Du hast schöne Zeiten mit deinem Bruder verbracht, ja? Und du möchtest nicht, dass es einfach so irgendwie endet, okay? Dass ihr hier wieder diesen Kontakt aufnimmt, okay? Oder ein bester Freund von dir, den du seit Jahren nicht mehr hörst, ja? Das könntest du jetzt hier umsetzen, okay? Machen wir weiter mit den Orakelkarten La Sibylla. Das, was ich jetzt hier sehe, muss nicht unbedingt mit das resonieren, was hier ist. Ja? Ah, hier sind schon Karten gefallen. Consolazione, Lacrime. Hier ist jemand sehr traurig. Sehr, sehr traurig, wie wenn jemand hier etwas erlebt hätte, ein Verlust oder irgendetwas. Ja? Also entweder ist es so, dass die männliche Energie hier Komplikationen hat. Okay, er versucht aber am Ball dran zu bleiben. Das ist wie wenn er wirklich diesen Glas halb voll sieht, nicht halb leer. Egal was geschieht, er versucht wirklich dran zu bleiben, nicht das Negative rauszuziehen. Und das ist schön, das ist positiv. Deswegen bist du hier auf dem richtigen Weg, egal was du tust. Wenn du jetzt aber die Frau bist, natürlicherweise, und du sagst, Katja, ich bin traurig, weil ich diesen Kontakt wieder haben möchte mit diesem Kerl. Ich weiß nicht, ist es dein Bruder? Ist es dein Herzensmensch? Ist es vielleicht auch ein Sohn? Manchmal ist es so, dass wir hier auch Müttern sind. Und wir haben vielleicht den Kontakt zu dem Sohn verloren, weil der Sohn einfach vielleicht einen anderen Weg sich auserwählt hat. Oder vielleicht ist es auch so, der Sohn hat keine Zeit. Der Sohn ist beschäftigt anderwärts, ja? Und du machst dir hier Sorgen. Das könnte ja auch gut sein, ja? Es geht hier aber auch tatsächlich um den Liebhaber. Ich habe das Gefühl, jemand vermisst hier jemand. Ja? Ja, also wie gesagt, entweder, liebe Zwillinge, ist es so, dass die Situation, was du gerade erlebt hast, ja, was du gerade durchmachst, macht dich auch psychisch am Ende. Du bist auch psychisch quasi fertig mit den Nerven. Also Malattia bedeutet krank zu sein, aber jetzt nicht letztendlich, dass du jetzt krank bist, dass du jetzt stirbst. Natürlicherweise kannst du auch sagen, Katja, diese Situation hat mich krank gemacht. Ich möchte jetzt wirklich etwas unternehmen. Ich möchte nicht mehr krank sein wegen einem Mann, mich verrückt machen lassen. Oder das könnte auch gut sein, du bist schon einem gewissen Alter, ja, und du möchtest tatsächlich
in Ruhe diese Dimension verlassen. Du sagst, ich möchte wieder meinen Sohn sehen. Ja, das könnte ja auch so eine Situation sein. Natürlicherweise ist es wichtig, dass man diesen Kontakt hat, ja, mit dem Sohn oder Tochter. Aber ich könnte mir hier auch vorstellen, dass hier irgendwie die Krankheit eine große Rolle spielen kann, ja, dass hier vielleicht das ein Hindernis war oder dass hier jemand auch den Partner oder die Partnerin verloren hat wegen einer Krankheit, ja. Du sagst, in der Vergangenheit habe ich einen liebsten Menschen verloren, ja, der mir wirklich sehr, sehr wichtig war, mit einer Krankheit. Das ist der Punkt. Und bei mir ist es nicht einfach, aber ich weiß, dass ich das schaffe. Ja, das ist normal. Du bist auf den richtigen Punkt. Du bist auf den richtigen Weg. Du machst hier nichts Falsches. Das ist okay, wenn du hier noch weinst, wenn du hier noch traurig bist. Also das braucht seine Zeit. Du kannst nicht von heute auf morgen, auch wenn es 2, 3 Jahre sind. Oder du sagst auch, Katja, boah, das sind schon 10 Jahre. Wir sind nicht alle gleich. Manchmal brauchen wir länger, um einen Zyklus abzuschließen. Und manchmal braucht ein Zyklus 10 Jahre. Wirklich, es gibt Menschen, die nach 10 Jahren etwas hingebacken bekommen. Ja? Und das könnte auch so eine Situation sein. Also du setzt das um. Ich habe das Gefühl, du willst hier nicht mehr krank sein. Du willst dich hier nicht mehr krank machen lassen wegen dieser Situation. Also bleibst du am Ball dran. Du siehst das als positiv. Du nimmst die positive Variante, okay, von dieser Situation. Das ist wie wenn du sagst, okay, ich weiß, das ist nicht einfach, wenn diese Person nicht mehr zurückkehrt, ich muss stark bleiben, ich sollte stark bleiben, weil ich habe noch ein Leben vor mir, ja, so sehe ich das. Du setzt das jetzt bitte um, weil ich weiß nicht, wer dieser Typ ist. Du könntest hier dieser Mann sein und das könnte hier deine Energie sein. Oder du könntest hier die Frau sein und sagen, das ist mein Bruder, das ist mein Sohn, das ist mein Herzensmensch, ja. Wir reden hier von dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Das muss nicht immer der Herzensmensch sein. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt Venus in Löwe. Das bedeutet für viele Sternzeichen, alles, was du geschluckt hast, sollte rauskommen. Das kommt raus. Das ist eine Aktionsenergie. Der Löwe behält nicht die Dinge für sich. Der Löwe ist wirklich eine Energie, die sagt, hey, entweder oder. Ja, der Löwe agiert. Der Löwe ist ein Mensch. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder mit Mensch. Das ist klar. Wir Menschen haben dann diese Tendenz. Aber das ist quasi eine Energie, ja, in dem der Löwe etwas beschreibt, das er nicht mehr runterschluckt. Dass er agiert. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist der Löwe wirklich diese Energie, in dem er hier etwas preisgibt. Er ist nicht mehr still. Verstehst du das? Wenn du bis jetzt etwas runtergeschluckt hast, wirst du das nicht mehr tun. Ja? Du wirst einfach tun, agieren, ja, ohne auch zu fragen. Das tut der Löwe auch, ja. Das ist wirklich diese Energie. Und das ist jetzt hier wichtig. Was du hier tust, was du hier für Konsequenzen dann ziehst, das kommt hier ja auch drauf an. Das ist ja im Endeffekt ja auch deine Situation, ja. Du möchtest hier positive Konsequenzen haben, keine negativen. Du möchtest hier nicht quasi das Negative haben, sondern das Positive aus dieser Situation, ja. Und du bist auf dem richtigen Weg. Mach weiter so, ja. Du wirst schon hier rauskommen, liebe Zwillinge. Ich glaube daran, wie ich auch die Karten sehe, okay? Gut, machen wir weiter. Bevor wir weitermachen, trinke ich ganz kurz. Das brauche ich auch, ja. Da kommen schon Karten raus. Hier hat sich schon was gedreht. 4 der Schwerter. Hier ist irgendwie eine Pause. Mit diesem Ritter der Stäbe. Ich habe hier jemand sehr Impulsives. Jemand, der sehr Leidenschaftliches ist. Aber jemand, der hier auch... weißt du, dieser Ritter der Stäbe, das ist einer, der hier losdüst, ja. Der reitet hier auf seinem Pferd, ohne zu beachten auf andere. Vielleicht hat dieser Ritter der Stäbe dir auch wehgetan, hat dich verletzt. Dieser Ritter der Stäbe könnte hier auch dieser Typ sein, ja. Der hier sehr leidenschaftlich war. Das könnte hier aber auch dein Sohn sein. Dass dieser Sohn hier quasi, wenn du jetzt eine Mutter bist, er hat seinen Weg auserwählt. Er ist hier für seinen Weg gegangen, ohne dich vielleicht zu beachten, ohne dir etwas zu sagen, ja. Alla Vendura, einfach die nächste Angelegenheit, ja. Das nächste Abenteuer, würde ich ja sagen, ja. Also, wie gesagt, es könnte hier eine Pause stattfinden oder hier ist irgendwie eine Distanzierung zwischen dir und dieser Person. Wegen der Familie, hier spielt die Familie auch eine große Rolle, ja. Ein Augenblick
liebe Zwillinge, weil mein Haustelefon klingelt. Ich komme gleich. So, liebe Zwillinge, ich bin wieder zurück. Also, das könnte hier gut sein, dass diese Person hier schon eine Familie hat. Oder das könnte hier auch gut sein, dass diese Pause quasi wegen der Familie ist. Ja, dass er sich diese Pause genommen hat wegen dieser familiärischen Angelegenheit. Ja, was ich hier sehe, ist, dass diese Person irgendwie auch gelogen haben könnte oder nicht ehrlich war hundertprozentig. Ja, wenn du jetzt hier irgendwie ein Abenteuer gehabt hast, ja, vielleicht ist es so eine leidenschaftliche Situation gewesen, dann hat vielleicht er dir verschwiegen, dass er vielleicht irgendwie eine Familie hat, dass er vielleicht auch verheiratet ist, eine Partnerin hat, Kinder hat, ja. Natürlicherweise könnte es auch gut sein, dass diese Person einfach nicht zu seinen Gefühlen steht. Dass hier jemand ist, der einfach nicht zugeben kann, ja, was er gerade spürt und was er auch will. Ja, das ist wie wenn er wegrennen würde von seinen eigenen Gefühlen. Er weiß nicht hundertprozentig, was er wirklich will. Oder wenn er das weiß, dann vielleicht macht es ihm auch Angst, würde ich ja sagen. Also auf jeden Fall könnte hier eine Distanzierung sein von diesem Mann, den wir hier sehen, ja, wie ich auch gesagt habe und ich erwähne es wieder, das könnte hier auch dein Sohn sein, dein Bruder, ja, dass er hier einfach nicht korrekt gehandelt hat in der Vergangenheit. Das könnte hier eine familiärische Angelegenheit sein. Die andere Situation ist, wenn du jetzt sagst, es ist ein Herzensmensch, du hattest mit jemandem zu tun, der nicht ehrlich war hundertprozentig, ja. Also wie gesagt, hier haben wir mehrere Situationen. Okay, so, jetzt nehme ich aber eine Krafttierkarte für dich. Mal schauen, was für einen Tipp sie uns mitgeben auf den Weg. Hier ist schon eine gefallen. Kaum rede ich, schon fällt eine Karte. Schwein. Ich wollte gerade sagen, dieses Krafttier kannst du sehen in Wirklichkeit. Schweine gibt es bei uns viele, bei uns hier im Bauernhöfe sehr, sehr viele. Das kann aber auch gut sein, liebe Zwillinge, das wäre ein Tier rausgekommen, den du nicht sehen kannst in Deutschland. Ein Löwe zum Beispiel, außer wenn du jetzt im Zoo fährst, aber du könntest dieses Krafttier auch träumen, ja, oder im Fernsehen sehen. Was sagt dir hier der Schwein? Glück, wow. Glück kündigt sich an. Große und kleine Geschenke liegen auf deinem Weg. Du kannst Dinge erfolgreich zum Abschluss bringen. Das habe ich auch gesagt. Du bist auf dem richtigen Weg und hier kommt noch das Glück. Tu sei baciato della dea della fortuna, sagt man bei uns. Du bist geküsst von dieser Göttin, ja, die wirklich Glück bringt. Ja. Hier hast du eine Angelegenheit, natürlicherweise ist es jetzt nicht so, liebe Zwillinge, dass hier nur gute Dinge kommen. Natürlicherweise werden auch Hindernisse auf deinem Weg sein, aber du wirst sie hier gut bewältigen können. Sehr, sehr schön. Also wie gesagt, Glück kündigt sich an, ja? Wow, sehr, sehr schön. Okay, jetzt nehmen wir noch eine Glückskarte. Das darf auch nicht fehlen. Wir sind immer sehr optimistisch. Das hilft nämlich wirklich, um weiterzukommen. Was für eine Glückskarte wird dir hier gegeben? Ja? Sich eine Karte gedreht. Wartet mal ganz kurz. Was haben wir hier? Schutz vor Unglück. Da hast du vor Unglück den Schutz und hier hast du Glück. Wow, fantastisch, ja? Was haben wir hier? Unermüdlichkeit. Also ich habe das Gefühl, dass du wirklich, wie sagt man das, diesen Potenzial hast. Egal, was auf dich zutreffen wird, liebe Zwillinge, du wirst das beherrschen, du wirst es im Guten hinbekommen. Ja, auch wenn das wirklich, wie sagt man das, schwer sein könnte. Du bist in einer schweren Phase, aber du bist auf dem richtigen Weg. Du machst das richtig. Da, wo du jetzt dich befindest, du machst alles richtig. Und wenn du jetzt hier auch manchmal, wie sagt man das, auf etwas agierst, ja, indem du dich äußerst und sagst das, was du empfindest, das ist genauso richtig, ja. Wenn du hier irgendwelche Grenzen setzen möchtest, ja, dann wirst du sie auch richtig setzen, ja. Und vor allem hier mit dieser Situation, ja, mit diesem Herr oder du bist hier selber der Mann, ja, was du hier gerade erlebst. Okay, so, jetzt gehen wir zu den Sternzeichen. Zu guten Letzt. Hier fallen die Karten wie noch was, die Energie. Mit diesen Sternzeichen könntest du zu tun haben. Das ist vielleicht dein Aszendent, Mond oder Venus-Sternzeichen. Du setzt das bitte um, Löwe. Alle Wasserelemente, Krebs hast du hier, Fischelein, Skorpion. Ich nehme nochmal eine Karte, Virgo, Jungfrau. Und zu guten Letzt auch Jupiter. Du hast hier auch
Schützelein, ja? Das ist mir jetzt nicht eingefallen, musste überlegen. Nicht, dass ich das wieder auf Italienisch sage, dann lieber gleich auf Deutsch. Okay, das ist deine Legung. Du hast hier eine wunderschöne Legung, liebe Zwillinge. Wirklich, mach das, was du für dich fühlst, ja? Dass es für dich richtig ist. Egal, was andere sagen oder was andere behaupten oder in welcher Situation du dich auch immer befindest, geh diesen Weg ein, der für dich besser ist, ja? Und wie gesagt, es kommt hier eine schöne Angelegenheit, die auf dich wartet. Das Glück, das öffnet sich hier eine Tür. Natürlicherweise hat sich hier eine Tür geschlossen mit diesem Kerl oder mit diesem Mann, wer das auch immer ist. Du setzt das bitte um. Wenn du mit dieser Legung resoniert hast, ja, liebe Zwillinge, dann freue ich mich wahnsinnig über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.